Die Schneeflocken fallen und bedecken langsam nach und nach den ganzen Erdboden. Und damit herzlich willkommen wieder mal hier auf Mazes Clash Channel. Ja, ihr seht, es hat angefangen zu schneien. Es wird bald winterlich. Und was sehen wir denn da? Ein allererster Christbaum. Und oh, der Magier geht hier etwas im Weg um. Weg damit. Der Christbaum besteht aus Metall. Ein Weihnachtsbaum. Nein, das ist ein Christbaum. Metallene Ketten ranken sich um diesen Baum herum, genauso wie Dornen, die da herausschauen. Richtig, richtig cooler Christbaum von diesem Jahr. Mal schauen, ob der auch Geschenke spawnt. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Und was ist das überhaupt für eine komische Base? Ja, das ist eine Base, die verhindert, dass die ganzen Dekorationen in der Mitte spawnen. Heißt, die Dekorationen, die immer alle 8 Stunden spawnen, werden alle außen auf dem Rand landen und das ist genau Sinn und Zweck dieser Base. Es geht nicht darum, dass man irgendwie damit gut verteidigen kann, denn das funktioniert nämlich überhaupt nicht und ich habe es schon ausprobiert, unfreiwillig. Probiert das lieber nicht. Nein, es geht wirklich nur darum, dass die Dekorationen außen spawnen und wenn ihr genauso ein Dekorationensammler seid wie ich, dann baut euch doch so eine Base und lasst die Dekorationen außen spawnen, denn da gehen sie nicht im Weg um und ihr könnt sie ganz beruhigt stehen lassen. Ich gebe euch jetzt noch ein paar kleine Tipps, wie ihr zu dieser Base kommt. Wir schauen uns erst einmal mein Layout hier an und löschen erst einmal alles raus. Ihr seht schon, ich habe hier in früheren Zeiten etwas gefällt mit meiner Base. Da habe ich die Base dann schon wieder umgeändert und dann sind trotzdem noch zum Beispiel die Halloween-Kessel hier gespawnt bei dem langen Halloween-Update. Aber jetzt mache ich das Ganze so, dass ich das komplette Update über meine Base so lassen werde. Und immer wenn ich dann in die Verteidigung gehe, werde ich zu meiner richtigen Base switchen, anschließend die Verteidigung auf mich nehmen und dann wieder zurück switchen, damit auch ja kein Christbaum irgendwo in der Mitte von meiner Base spawnen kann. So, als kleiner Tipp, ihr habt ja eure ganzen Gebäude hier unten drin. Ihr müsst halt schauen, dass euer komplettes Feld gedeckt ist und nirgends ein 2x2 Feldchen übrig bleibt. Das könnt ihr ganz, ganz gut testen, indem ihr zum Beispiel eine Bauhütte nimmt. Die ist ja genau 2x2 groß und mit dieser Bauhütte könnt ihr anschließend eure ganze Base abfahren und überprüfen, ob da denn noch irgendwo Platz frei ist. Am meisten hilfreich sind die Mauern hier, da ihr die Mauern am besten immer mit einem Platz voneinander aufstellt. Also so. Wir stellen einfach mal ein paar hier der Reihe nach auf. Und ganz wichtig ist auch, dass ihr sie ganz, ganz außen hinstellt. Denn wenn ihr die Mauern jetzt eins weiter reinstellt, dann könnte theoretisch hier, da nehme ich wieder mal meine Bauhütte zur Hilfe, genau hier an dieser Stelle könnte zum Beispiel jetzt auch ein Baum spawnen und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen, dass die Bäume alle hier außen auf dem Rand oder noch weiter außen spawnen. Und deshalb stellen wir die Mauern ganz an die Wand entlang hier hinten. Immer mit einem Platz, damit euch auch genügend Mauern bleiben. Und die nächsten Mauern in der nächsten Reihe werden dann mit einem Platz wieder eins weiter weggestellt. So ungefähr, wie ich das hier gerade mache. Das könnt ihr dann auch kombinieren mit ein paar Verteidigungen. Zum Beispiel nehmen wir hier diesen Magierturm, den schieben wir hier hin. Genau einen Platz dazwischen und ihr seht, da ist nirgends ein 2x2 Platz, wo denn einer dieser Bäume spawnen könnte. Sehr, sehr gut, genau das wollen wir erreichen. Etwas schwierig wird es teilweise, wenn ihr zum Beispiel größere Gebäude habt, wie zum Beispiel das Labor und wie ihr das Ganze dann einbindet, weil wir dann hier am Ende sind wir dann etwas schief. Zum Beispiel, wenn wir hier jetzt weitermachen mit den Mauern, da müsst ihr halt einfach am besten symmetrisch oben irgendwie anfangen oder den ganzen Rand entlang bis hier unter, bis hier rüber und wieder hoch, einmal außen rum und dann nach innen zubauen und euch werden am Ende sowieso viel, viel mehr Gegenstände übrig bleiben und dann müsst ihr einfach ein paar der Objekte wieder rauslöschen und da einfach noch was reinsetzen, damit das Ganze dann gut klappt. Als kleinen Tipp, 2 bzw. 4 Augen sehen deutlich mehr als 2. Lasst eure Freunde aus eurem Clan einfach mal drüber prüfen, wenn ihr fertig seid. Lasst die mal schauen, ob sie vielleicht noch irgendwas finden. Denn das ist immer ganz wichtig, nicht dass dann da zufällig noch was drin spawnt. So, wir brechen das Ganze mal ab, denn ich habe meine Base ja schon. Ich habe sie auf 2 Accounts gebaut. Und das hat bei den letzten Dekorationen ganz gut funktioniert. Und noch während ich diese Base hier gebaut habe, vorhin ist schon eben einer dieser neuen Christbäume hier gespawnt. Und ich bin richtig glücklich. Ich glaube, ich bin der Erste aus meinem Clan, der so einen hat. Und 25.000 Gold kostet es, um ihn wegzumachen. Aber das werde ich natürlich nicht machen, denn der bleibt da für immer und ewig hoffentlich.
So, das war's wieder mit dieser Episode. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen von dieser Base. Das ist nämlich ganz schön nervig teilweise. Aber danach habt ihr eine umso schönere Base, wenn eure Dekorationen außen spawnen. Bis dahin noch viel Spaß hier auf Mazes Clash Channel.